Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute geht's um Thema Akzent. No, come on. Where's your German accent? Wenn du Deutsch lernst und noch nicht akzentfrei sprichst und denkst, Akzent erschwert deine Kommunikation, dann schau dieses Video, weil hier erzähle ich über meine Erfahrung, wie habe ich meinen Akzent auf Deutsch verbessert und was kannst du auch machen. Warum hat man eigentlich einen Akzent? Durch unsere Muttersprache übernehmen wir die Art und Gewohnheiten, wie wir sprechen, sowie lernen wir Lauten und Vokalen, die nicht unbedingt in einer anderen Fremdsprache gibt. Dadurch kennen wir die Vokalen oder Lauten in der Fremdsprache nicht und es ist schwierig für uns, diese Lauten nachzumachen. Allerdings ist es auch so, dass man hat gewisse Gewohnheiten, wie man spricht. Zum Beispiel in meinem Fall, da ich schon 5 Jahre in Deutschland wohne und nun fast ausschließlich auf Deutsch in meiner Freizeit spreche, sowie auf meiner Arbeit, dann vergesse ich die Art und verliere die Gewohnheit, meine Muttersprache zu sprechen und spreche sogar mit einem Akzent auf meiner Muttersprache. Großteil der Menschen, die eine Fremdsprache als Jugendliche oder als erwachsene Menschen erlernen, haben einen Akzent. Irgendwo habe ich auch Statistik gelesen, dass nur 5% der Leute, die nach Deutschland im Alter 12 Jahre alt und älter kommen, sprechen akzentfrei. Das heißt, das ist extrem wenig und extrem schwierig, akzentfrei zu sprechen. Worst German accent I ever heard. Ist das eigentlich überhaupt ein Problem, auf Deutsch mit einem Akzent zu sprechen? Ich teile gerne meine Erfahrung. Als ich nach Deutschland kam, natürlich hatte ich Situation, dass die Leute mich nicht sofort verstanden haben. Sie haben gefragt, was, wie bitte, was hast du gerade gesagt, was meinst du damit? Und ich habe gedacht, boah, ich habe so einen schlimmen Akzent, dass die Leute mich einfach nicht verstehen können. Also man denkt, es erschwert die Kommunikation. Das verunsichert natürlich, wenn man denkt, ah, ich werde nicht verstanden. Das verunsichert, wenn man in einem Bewerbungsgespräch ist, wenn man eine Hausarbeit im Studio präsentieren sollte oder wenn man Präsentationen bei der Arbeit gibt. Ich hatte Situationen, wo ich im Arbeitsmeeting saß und einfach verunsichert war, so dass ich gar nichts sagen wollte. Und das hat noch dazu geführt, dass ich dachte, die Leute denken, ich wäre unkompetent, weil natürlich alles, was ich sage, absolut doof klingt, weil ich einen Akzent habe. Noch ein Ding, das mich total gestört hat, ist, dass die Leute sofort nach einem Satz erkannt haben, ich bin Ausländerin. Und egal, was ich sage, die erste Frage kommt sofort, ja, wo kommen Sie denn her? Sie haben so einen Akzent. Ich dachte, boah, das hat mich echt super genervt. Und ich dachte, mein Akzent ist blöd, die Leute verstehen mich nicht so gut. Ich werde dadurch nicht ernst genommen, nicht kompetent bei der Arbeit genommen. Und ja, das hat mich einfach deprimiert, die Tatsache, dass ich nicht wie ein Deutscher oder wie eine Deutsche sprechen kann, sondern mit einem Akzent spreche. What accent? Was kann man dagegen tun? Also eine Tatsache ist, man kann daran arbeiten, akzentfrei zu sprechen oder man kann daran arbeiten, mit weniger Akzent zu sprechen, also das heißt an der Aussprache. Es gibt gewisse Methoden, die du bestimmt nutzen kannst, aber das ist super anstrengend, weil das heißt, du hast es akzeptiert, ich habe einen schlimmen Akzent und ich soll was dran machen. Ich habe das nie gemacht, ich habe nie mich hingesetzt und meinen Akzent irgendwie in gewisser Weise verbessert, sondern das ist einfach von alleine besser geworden. Zweite Sache, die du lernen sollst, ist eher sich nicht zu schämen, eine Fremdsprache mit einem Akzent zu sprechen. Sprich, anstatt zu denken, boah, wie doof, ich habe einen Akzent, die Leute denken, ich bin blöd. Das umzudrehen und verstehen, dass die Leute, die gerade dich zuhören, die können vielleicht gar keine Fremdsprache sprechen. Und zweitens, die sprechen Deutsch als Muttersprache, also haben nichts dafür gemacht, um die Sprache so beherrschen, wie die gerade tun
und du hast Haufen Arbeit geleistet, um Deutsch richtig gut zu können. Das heißt, normalerweise Deutsche sehen das nicht so wie du, boah, der Typ hat so einen schlimmen Akzent, sondern die sehen es so, die Person macht sich total viel Mühe, die sehen das mit Respekt, dass du überhaupt eine Fremdsprache kannst und Deutsch ist auch nicht die einfachste. Das heißt, die sehen das auf jeden Fall mit Respekt. Zweite Tatsache, dass man wirklich sehen sollte und wichtig betrachten, dass es Anzahl der Leute, die in Deutschland oder auch in einem deutschsprachigen Land, wie zum Beispiel die Schweiz, mit einem Akzent sprechen. Irgendwo habe ich auch Statistik gelesen, dass 60% der Deutschen haben Migrationshintergrund, das heißt, die Eltern von denen oder Großeltern sind oder waren im Ausland geboren. Sprich, sie sind nach Deutschland gekommen und Deutsch war nicht die Muttersprache. Das heißt eigentlich, dass 60% der Deutschen haben mindestens von Großeltern Deutsch in Fremdsprachenversion, in Version mit Akzent gehört. Also das heißt, für die Leute das nicht fremd, überhaupt jemanden mit einem Akzent zu hören. Und wenn man denkt, dass ich werde keine Arbeit finden, weil ich so einen schlimmen Akzent habe, ich bin bestimmt schlechter als jeder Deutsche, das ist nicht so, weil ich kenne Leute, die Ausländer sind, in ganz verschiedenen Jobs haben und die sind super erfolgreich. Und dritte Sache, die ich mitgeben kann zum Thema Akzent. Ich habe das irgendwann umgedreht und habe total genutzt diese Besonderheit, dass ich Deutsch mit einem Akzent spreche, weil das ist total vorteilhaft, wenn man zum Beispiel auf einer Veranstaltung ist oder wenn man gerade ist, wo viele Leute gibt und man spricht mit jemandem und dann kommt man schnell ins Gespräch. Smalltalk ist super easy, man fragt, ja, wo kommen Sie denn her? Und dann kann man das cool umdrehen, kann ein Spiel machen, sagen, raten Sie mal, wo ich herkomme. Und dann versucht man, Akzent zu erkennen und zu erraten und das ist super lustig. Und natürlich die anderen merken dich sofort, weil du bist die Person mit dem coolen Akzent. Akzent ist auch nicht schräg, das ist auch sehr charmant, das ist individuell, das ist interessant, das ist schön sehr oft und die Leute schaffen mit einem Akzent Job finden, Studium fertig machen, erfolgreich sein, Partner finden und so weiter und so fort. Deswegen schäme dich nicht, nutze deinen Akzent, damit Leute an dich erinnern. Und wenn du trotzdem Probleme hast und denkst, die Leute verstehen mich nicht, das auf jeden Fall nicht wegen dem Akzent ist, sondern vielleicht sollst du an der Grammatik oder an deinem Wortschatz arbeiten, aber dass das an einem Akzent liegen kann, das ist fast unmöglich, mindestens ich habe keine Leute getroffen, die ich wegen des Akzentes nicht verstehen konnte. So viel von mir zum Thema Akzent. Wenn du weitere Tipps hast, dann schreibe gerne in den Kommentaren. Teile auch deine Erfahrung, teile wie du dich fühlst. Wenn du als Ausländer mit einem Akzent sprichst, teile wie du wahrgenommen bist und rate gerne mal, wo mein Akzent herkommt. Für weitere Videos abonniere meinen Kanal. Es kommen coole Videos jede Woche.